Hallo, wir sind heute Im Park. und wir füttern eine Libelle mit einer Salzstange. Kaum zu glauben. Ist aber so. Libellen mögen Salzstangen. Hätte man das geglaubt? Oh, sie frisst Libellen. Süß. Lecker, lecker Salzstange. Das ist unbedingt. Libelle fressen Salzstangen. Das neue Mittagsmagazin im Ersten. Lecker. Die schmeckt aber. Stimmt's, Liebe? Boah, sie beißt ja richtig zu. Sie überfällt die Salzstange förmlich. Uiuiui. Und sie will noch fliegen. Startet sie jetzt einen Startversuch? Ja, es sieht so aus. Sie versucht, glaube ich, jetzt zu starten. Sie versucht es. Wird es hinhauen? Sie überfällt die Salzstange förmlich. Wird sie abheben? Nein. Übertreibt man nicht. Jetzt bleibt sie erstmal hocken. Sie bewegt sich gerade. Gib mir mal einen Anstups. Es passiert nichts. Ein Herz und Anstups. Wir pusten, aber es passiert immer noch nichts. Wind Oh, kommt. Wenn wir drauf sind, dann was passiert. Nee, lass mal. Wind kommt auf, sie bewegt sich. Scheiße, da kommen ein paar Wanderer an. Ein Walking. Oh nein, das ist jetzt ganz schlecht. Ich hoffe, sie nehmen den anderen Weg. Ja. Perfekt. Sie überfällt förmlich die Salzstange. Leider frisst sie nicht mehr. Wir machen eine kurze Pause und schalten bald wieder dazu ein. Wir schalten wieder live dazu. Wir haben sie jetzt ein bisschen bewegt. Sie krabbelt. Oh, sie krabbelt. Das ist ein gutes Zeichen. Sie bekrabbelt die Salzstange. Wie, was macht sie denn? Was macht ihr mit der Salzstange? Oh mein Gott, das ist ja widerlich. Sie ist am Ende der Salzstange. Wir wackeln jetzt gleich noch einmal und werden sehen, ob sie endlich losfliegt. Flieg, flieg, Libelle, flieg. Ja, ja, ja. Wer ist die Salzstange jetzt noch? Philipp. Sie probiert zu fliegen, aber es haut nicht hin. Ja, ihre Flügel sind immer noch nass. Nein, doch nass. Das ist so aus. Ja. Jetzt fliegt sie! Ah! Und da ist sie weg.